Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Das hier hinter mir ist die Play-Doh Konfetti-Knete, mit der kann man ganz tolle Kekse machen und auch andere Sachen wie Kuchen oder was anderes, was ihr wollt. Aber wir werden heute Kekse damit machen, denn da gibt es auch noch zwei Zubehörteile, die mitgekommen sind. Die hatten wir letztens mit dem Kahn geöffnet und ich glaube, ich frage ihn heute auch nochmal, ob er mir helfen kann. Wartet mal kurz. Kahn, Kahn, kommst du mal bitte? Hey Krumemonster, was gibt's denn? Ich wollte fragen, ob du mir helfen kannst. Ja klar kann ich dir helfen, um was geht's denn? Ich wollte mir Kekse machen. Kannst du mir vielleicht helfen? Ja klar kann ich dir helfen. Was für Kekse möchtest du? Ah, mit der Konfettiknete, die wir letztens vorgestellt haben. Ah, okay, und da gab's ja noch diese Zubehörteile. Also willst du Schmetterling und Sternkekse heute? Ja genau, das wäre super. Okay, helfen wir dir natürlich gerne. Und schau mal, Krümelmonster, auf der Verpackung von dieser Konfetti-Knete steht auch, dass wir noch andere Sachen machen können. Und die werden wir natürlich auch, aber wir haben ja nur diese zwei Förmchen. Ich habe jetzt aber noch mehrere Förmchen besorgt. Zum Beispiel hier so Cupcakes. Und dann werden wir vielleicht auch ein Eis machen für dich. Und noch andere Kekse. Würde dir das gefallen? Ja, das würde mir sogar sehr gefallen. Dankeschön, danke, dass du an mich denkst, Kahn. Ja, kein Problem. Dann denke ich, starten wir auch direkt. Vielleicht nur ein bisschen nach hinten, Krümelmonster. Und zwar starten wir vielleicht mit... Erstmal vielleicht mit unseren Förmchen. Und zwar machen wir dir ein Sternenkeks in verschiedenen Farben. Und auch einen extrem dicken Sternkeks. Und zwar vielleicht als erstes mit der braunen Konfetti-Knete und danach mit der blauen und vielleicht noch zwei, drei weitere Farben. Aber als erstes jetzt hier mal die braune Konfetti-Knete. Da sind so kleine Schokostückchen, Knetschokostückchen drin. Die können wir natürlich nicht essen. Knete allgemein können wir nicht essen, aber das ist ja auch für das Krümelmonster. So, dann nehmen wir unsere Sternenform. Okay, Krümelmonster? Das ist okay. Und dann drücken wir die aus. So, dann haben wir hier Nummer 1. Aber der kriegt noch ein bisschen was mehr. Erstmal die Knete wieder durch. Und diese Dosen sind natürlich super cool. Hier durchsichtig. Das gefällt uns doch sehr. Und jetzt vielleicht ein bisschen blaue Knete. Nehmen wir auch ein bisschen was von. Das wird ein extrem großer Keks. So, jetzt blau. Das sieht aber lecker aus. Ja, finde ich auch. So, dann hier, das muss wieder raus. Okay, das kommt dann hier drauf. Und dann vielleicht noch gelb und rosa? Ja, das hört sich lecker an. Okay, dann machen wir das doch auch. Dann nehmen wir mal die beiden hier. Dann vielleicht hier erst rosa. So, auch hier mit bunten Konfettistückchen. Okay, dann wird das ausgedrückt. So, dann haben wir hier Stern Nummer 3, der kommt auch hier drauf. Das sieht doch schon mal echt lecker aus, schaut euch das mal an. Also da kannst du dich freuen, Krümelmonster. Ja, das mache ich auch. Okay, dann als nächstes jetzt noch die gelbe Knete. Ich würde die gerade hier noch reinpacken. Und danach machen wir dir vielleicht mal ein Eis. Oh, das würde mir gefallen. Ja, das weiß ich auch. So, dann hier auch wieder mit ganz bunten Konfetti in der Knete. Dann drücken wir das mal hier runter. So. Dann kommt hier Stern Nummer 4. Und dann haben wir hier unseren Sternkeks. Einen ganz großen. Schaffst du den denn? Ja, ja. Den schaffe ich selbstverständlich. Ich schaffe alle Kekse. So, dann haben wir hier so einen bunten Keks. Okay. Den stellen wir erstmal hier hin. Und dann vielleicht jetzt mal ein Eis für dich, Krümelmonster. Dafür nehmen wir vielleicht hier diese pinke Knete. Und dann haben wir hier was.
brauchen wir eine ganze Menge. Oh, da fällt es mir schon raus. Vielleicht ein bisschen mehr. Sei vorsichtig, Kahn. Das ist mein Essen. Ja, ich weiß. Ich mach doch auch vorsichtig. So. Und dann haben wir hier schon mal eine Eiskugel. Vielleicht hier so ein bisschen das wegmachen. Das kommt hier rein. So. Und da drauf eine weitere Kugel. In weiß vielleicht, Krummelmonster? Ja, das wäre toll. Okay. Dann in weiß noch eine Kugel. Da drücken wir ein bisschen rein. Damit das auch über die andere Kugel gehen kann. So. Dann haben wir hier noch was. Und vielleicht als letztes noch eine gelbe Kugel, Krümmelmonster. Eine ganz kleine. Ja, das würde mir gefallen. Aber so viel schaffe ich doch heute gar nicht. Ja, stimmt. Das ist extrem viel. Ja, wir warten erstmal ab. So, und dann hier noch gelb. Das kommt vielleicht hier drauf. So, und das können wir vielleicht auch so verteilen. Dann haben wir hier ein tolles Eis. Drei Kugeln, nur für dich, Krümmelmonster. So, und jetzt vielleicht noch ein Cupcake. Was sagst du dazu? Ja, das würde mir auch gefallen. Okay, dafür vielleicht aber wieder die blaue Knete. Nehmen wir hier was von. So. Das kommt hier rein. Ja. Na, ich glaube, Krümmelmonster, auf das Cupcake musst du heute mal verzichten. Ja, ich glaube, das Cupcake, das ist mir heute nicht gelungen. Tut mir leid, Krümmelmonster, das ist mir heute wirklich nicht gelungen. Ja, nicht schlimm. Es sind ja noch ein paar Kekse da. Ja, genau, das stimmt. Ein paar Kekse sind noch da. Deswegen vielleicht dann direkt damit weiter. Es tut mir echt leid, dass das mit dem Cupcake nicht geklappt hat heute. Egal, ein nächstes Mal. Ja, stimmt, ein nächstes Mal können wir es gerne noch machen. So, und dann hier Keks Nummer 1. Kekse, da freue ich mich. So, hier Keks Nummer 1. Ah, und hier würde vielleicht so eine kleine Kugel noch mal reinpassen, oder, Krümmelmonster? Ja, Keks mit Eis, das gefällt mir. Dafür hier diese Konfetti-Knete. Drücken wir hier rein. Vielleicht auch so. Ihr könnt es hier gerade nicht sehen, das ist natürlich nicht so toll. Also hier so. Dann machen wir den Rest hier mal ab. So, eine tolle Kugel. Die kann natürlich hier drauf. Und ein Kekseis. Das sieht doch super aus, Krümmelmonster, oder? Ja, ganz toll. Möchtest du noch eins? Ja, wieso nicht? Dein Eis ist hier aber auch runtergefallen, Krümmelmonster. Da musst du aufpassen. So, okay, dann machen wir jetzt als letztes noch diese Form hier. Und zwar vielleicht nehmen wir da wieder das hier. Aber dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Ja, aus Keksen ist irgendwie Eis geworden, Krümmelmonster. Nicht schlimm, nicht schlimm. So. Aber die Farben sind echt toll, oder? Ja, die sind wirklich toll. So, okay, und hier packen wir jetzt auch noch eine Kugel drauf. Vielleicht in weiß? Ja, das geht. Okay, nehmen wir hier wieder weiße Knete. Holen uns da noch genügend Knete raus und da fällt es raus. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann drücken wir das da drauf. So. Und vielleicht machen wir den auch. Drücken wir das vielleicht hier so ein bisschen rein. So, und dann packen wir das hier drüber und schau dir das mal an. Sieht das nicht toll aus? Ja, das sieht toll aus. Und jetzt her damit bitte, Kahn. Okay, kein Problem.
So, was möchtest du denn als erstes? Ich nehme das Kekseis. Okay, alles klar, gerne. Dann das hier vielleicht? Ja, das sieht lecker aus. Mund auf. Ah. Vorsichtig. Und runter damit. Nom, 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 nom. Wow, das ist ja ganz kalt. Aber das schmeckt super. Toll gemacht, Kahn. Das freut mich. Diese Konfettiknete. Aber die kann ja nur ich essen, oder? Ja, genau, das stimmt. Wir können die natürlich nicht essen. Sieht natürlich schön aus und ganz lecker. Aber wir können die nicht essen, nur das Krümelmonster. Ja, genau. Und wie wär's mit einem weiteren Stück Kekseis? Kein Problem. Okay, dann kommt Kekseis Nummer 2. Ja, bitte. Mund auf. Ah. So, vorsichtig, vorsichtig. Ah, mein Finger. Entschuldigung. Nam, 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 nam. Wow, das schmeckt ja. Nam, nam, nam. Ich habe ja immer noch was im Mund. Das ist ja lecker. Das ist ja super lecker. Das war auch super lecker, Kahn. Dankeschön. Bitteschön. Möchtest du den weiteren, hier den anderen Keks noch, den Sternkeks? Ja, bitte. Das wäre lieb. Okay, aber ich glaube, so passt der nicht rein. Deswegen mal ganz flach machen und rein damit. Da, vorsichtig, mein Finger. Nam, 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 nam. Wow, auch lecker. Aber ich glaube, ich bin satt, Kahn. Ich schaff nichts mehr. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Aber da ist noch ein Eis hier hinten. Nein, das möchte ich nicht mehr. Kannst du das vielleicht, ja, fürs nächste Mal aufbewahren? Aber das ist Eis. Das wird doch schmelzen. Ja, werde ich schon hinbekommen. Okay, aber Konfettiknete, echt toll, oder? Ja, ganz toll. Ich bin mal wieder satt. Aber die Knete ist ja nur für mich und nicht für euch. Ihr könnt damit spielen und der Krümelmonster kann sie essen. Ja, genau. Du kannst sie auch essen, wir natürlich nicht. Immer noch mal an die Seite hier. Die Konfettiknete. 6er-Pack war das, oder, Krümelmonster? Ja, genau. 6 Dosen. Diese tolle Dosen. Ja, genau. Diese tolle Dosen hier. Echt cool, würde ich sagen. Ja, super cool. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hey, den Schluss will ich machen. Ja, bitte, bitte. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde sagen, wir sehen uns beim übernächsten Mal. Nein, beim nächsten Mal. Ja, genau. Danke, Kahn. Bitte, Krümelmonster. Ciao. Ciao.